Hallo und herzlich willkommen auf videoreiter.de. Wir schauen uns nun Aufgaben an, nämlich Aufgaben zum Abitur, speziell zum baden-württembergischen Abitur, wo meistens die erste Aufgabe eine Ableitungsaufgabe ist, die man dann entweder mit Kettenregel, Quotientregel oder Produktregel lösen kann. Solche Aufgaben können sein, zum Beispiel x² durch x² plus 3. Und wir wollen jetzt hier, das ist ja ein Bruch, das heißt, wir wollen hier die Quotientregel ansetzen. Die heißt folgendermaßen: f' von x ist gleich u' mal v minus u mal v' durch v Quadrat. Während u der Zähler und v der Nenner der Funktion ist. Also wäre in dem Fall u wäre x² und v wäre x² plus 3. Da wir die jeweiligen Ableitungen brauchen, müssen wir es auch direkt ableiten. Das heißt u', die Ableitung von x², das ist 2x. Und die Ableitung von x² plus 3, v', das wäre auch 2x. Und jetzt haben wir eigentlich mit diesen vier Angaben haben wir eigentlich alles, was wir für die Quotientregel brauchen. Das heißt, wir können es direkt einsetzen. U' mal v, das heißt hier 2x mal x² plus 3, minus u mal v', also minus u ist x² mal v', 2x, also x² mal 2x, das wäre der Zähler, und im Nenner steht v², das heißt x² plus 3 in Klammern zum Quadrat. Können wir es hier oben noch ein bisschen vereinfachen. 2x mal x² plus 3. 2x mal x², das ist 2x hoch 3. 2x mal 3 ist 6x, also plus 6x. Minus x² mal 2x ist 2x hoch 3. Unten können wir es so stehen lassen. Es macht jetzt keinen Sinn, das jetzt mit binomischer Formel auszumultiplizieren. Brauchen wir nicht. Hier oben 2x hoch 3 minus 2x hoch 3 fällt weg. Das heißt 6x bleibt übrig. Das heißt, hier oben steht 6x geteilt durch x² plus 3 ins Quadrat. Und das ist nun die Ableitung der Funktion, die wir hier oben stehen haben. Das war die erste Aufgabe. Eine weitere Aufgabe, wie es drankommen könnte, wäre x hoch 3 mal e hoch 2x. Und hier haben wir ein Produkt. In beiden kommt x vor. Das heißt, hier wollen wir die Produktregel ansetzen. Die Produktregel heißt f' von x ist u' mal v plus u mal v'. Das heißt, wir müssen wieder schauen, was ist u, was ist v, aus welchen beiden Produkten besteht die Funktion. Setzen wir mal an, u ist dieses x hoch 3 und v ist e hoch 2x. Jetzt müssen wir die u's und die v's ableiten, damit wir hier die Produktregel einsetzen können. Nun u', x hoch 3 abgeleitet, das ist 3x² und e hoch 2x abgeleitet, das müssen wir ein bisschen überlegen. Eigentlich ist da eine Kettenregel drin, aber das kriegen wir auch so hin. E hoch x abgeleitet ist ja auch wiederum e hoch x. Und nun e hoch 2x abgeleitet, da wir die innere Ableitung von der Funktion da oben brauchen, 2x abgeleitet ist 2. Das heißt, immer wenn man so eine Funktion wie e hoch irgendeine Zahl mal x hat, kommt einfach die Zahl nach vorne und oben bleibt das gleiche. Das heißt, v' wäre in dem Fall 2 mal e hoch 2x. Ja, immer die 2 kommt in diesem Fall nach vorne, oben bleibt das gleiche. Jetzt können wir die Produktregel anwenden. U' mal v, also 3x² mal e hoch 2x plus u mal v', also plus x hoch 3 mal 2 mal e hoch 2x. Können wir noch ein bisschen vereinfachen. E hoch 2x könnten wir ausklammern. Dann würde hier übrig bleiben 3x² und hier würde 2x hoch 3 übrig bleiben. Jetzt können wir natürlich noch x² ausklammern, wenn man das wollte. Das würde dann stehen e hoch 2x mal x². Und dann würde hier übrig bleiben 3 und hier 2x. Das wäre also die Ableitung dieser Funktion. Schauen wir noch die letzte Funktion an, die wir hier haben. Ein Achtel Sinus von 4x². Nun, das eine Achtel, das braucht uns nicht weiter zu kümmern, weil da steht kein x dabei. Das heißt, das nehmen wir einfach mit in die Ableitung. Und Sinus 4x², nun, das ist eine Kettenregel. Das heißt, wir haben die äußere Funktion Sinus x und die innere Funktion 4x². Das heißt, wir definieren wieder u. U wäre die äußere Funktion und v die innere Funktion. Die innere Funktion, damit fangen wir an, ist 4x². Und die äußere Funktion, ja, das ist gerade Sinus von 4x², also Sinus von v. Und jetzt können wir das wieder ableiten, u'
von V spricht. Nun Sinus von V abgeleitet ist Cosinus von V. Und 4x² abgeleitet nach x ist 8x. Und jetzt haben wir eigentlich wieder alles, was wir brauchen, die Kettenregel. F' von x ist einfach dann u' mal v'. Beziehungsweise die 1 Achtel müsste jetzt natürlich noch davor. Das heißt, es steht dann da 1 Achtel mal, okay, was ist u' von v von x? Das ist gerade Cosinus von v. Das heißt, ich muss wieder schauen, was ist v? 4x². Das ist unser u' mal v', mal die 8x, die hier stehen. Können wir noch ein bisschen vereinfachen. Eine Achtel mal 8 fällt raus. Das heißt, es bleibt übrig, hier nur außen nur das x. X mal Cosinus 4x². Das wäre die Ableitung dieser obigen Funktion. Dankeschön.